Peace out, Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Tag. Wünsche euch viel Spaß mit dieser richtig geilen Folge Craft Attack heute Abend um 8 Uhr mit dem Stream. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Irgendwas ist gestern wohl in meinem Haus passiert und ich weiß nicht genau was, weil alle haben mir im Chat gestern Abend geschrieben: Revi, dein Haus, Alter. Oh mein Gott, ich seh's! Oh! Ja! Yeah, als ob! Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr meinen Wald insgesamt auf jeden Fall gefallen hat. Du bist nicht im Roleplay drin, ich gehe ganz kurz im Wohnwagen schlafen. Oh mein Gott, ich werde verfolgt von bösen Monstern. Ja, ich glaube, ich gehe lieber auch mal im Haus schlafen. Das war ein schöner Fesch, das kann man nicht anders sagen, ja. So, ach, guten Morgen. Oh, stößt sich hier den Kopf, wenn man im Wohnwagen schläft. Das, ja, es ist ein bisschen rustikal da auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die armen Damen, die da gezwungen sind zu nächtigen, Mensch. Nee, das ist ja ein Bauarbeiterwohnwagen. Also die Bauarbeiter hier, die. Weißt du, was noch geil wäre? Ja. Wenn du hier vorne nicht dieses richtig fette, hässliche Ding von Papa Platte hättest. A. Ja. Und B, wenn du so eine richtig geile Fjordküste machen würdest mit so Steilklippen und sowas, weißt du noch? So ein bisschen, warst du schon mal in Skandinavien? Bist du Fan davon, ja, so Finnland ja, und so? Ja, auf jeden Fall, deswegen brauche ich das. Finde ich mega geil, wenn du da noch irgendwie sowas hinsetzt. Aber es ist ja dein Ding, ne? Da war noch ein Fuchs, wo war noch ein Schneefuchs? Da ist noch einer! Ja, uff, hier vorne, warte. Ich catch ihn. Okay, du machst den ersten Teil und ich mach den zweiten Teil wieder. Andreas Kieling. Alter, da kannst du die verpaaren. Oder erpaaren, wie man es nennen möchte. Das ist halt geil, bei einem Unterwasser-Casino tatsächlich die Möglichkeit zu haben, unter Wasser mit Redstone zu bauen, ne? Das wird halt echt cool. Och. Also ich verlasse mich jetzt gerade auf dich, dass du den jetzt tatsächlich holst. Der Fuchs hat was im Mund, Zombiefleisch. Wieland, bitte bleib stehen. Nee, ich rede mit dem Fuchs hier in Minecraft. Schaufel so, weg. Der Fuchs ist jetzt hier unten safe. Ich muss den aber richtig hässlich catchen. Dann kannst du die beiden jetzt verpaaren. Er kann aus Eisen dann drüber. Leute, hört mal bitte auf, jetzt hier so Panik zu machen, ja? Vielen, vielen Dank, dass ich mir das hier angucken durfte. Es war sehr interessant, Basti. Es hat echt Spaß gemacht. Schöner Wald hier wirklich. Und zwei Füchse haben wir gefangen, Mensch. Ich bin gespannt auf die nächsten Abenteuer hier. Ein Eisbär wäre natürlich geil, ne? Ja, habe ich in Craft Attack 6 mal über einen Nether geholt. Was ist mit Robben? Gibt's keine, ne? Nee, klar. Nee, gibt's doch nicht. Ja, ansonsten, echt schönes Ding hier. Finde ich gut. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß dabei, das hier weiterzubauen, ja? Und ich komme gerne wieder. Also, wenn ich wieder willkommen bin, dann du, Mensch. Ich hoffe auch, dass dein Chat mich jetzt ein bisschen weniger hast. Nein, du, Basti, das würde ich nicht tun. Also, ich bin großer Freund von Natur. Ja, aber das habe ich generell auch gesagt. Ich glaube, dass es bei euch nie so weit gehen würde, dass ihr halt einfach komplett sinnlos sagen würdet, jo, wir... Ach, um Gottes Willen. Nein. Also, ganz ehrlich, Basti, das wäre ja komplett krank. Petrit, vielleicht? Was los, FNM? Ja, ich freue mich auch voll, machst du mir ein Minecraft Geburtstagsgeschenk? Wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht verraten, ne? Okay, nee, kannst ja einfach machen, wie du magst. Ich sag mal so, ich freue mich drauf, wenn da was kommt. Wenn nicht, dann ist auch okay. Das hier ist das Unterwasser-Casino? Ah ja, tatsächlich. Lol, das Unterwasser-Casino ist ja komplett gegrieft. Lol? Nee, das ist einfach noch nicht fertig. Meine Goldform ist keine Müllhalde, du alte Drecksau. Gamers Time. Der hat hier alles gegrieft. Ja, wie geht man damit um, ist die Frage. Hallo an euch alle, schön, dass ihr hier seid, meine Teuersten. Gestern haben mir sehr, sehr viele Leute geschrieben, Revi, dein Haus. Gamers Time, mein Feinster. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Ja, Mann, ja. Zum Geburtstag, ja, lieber Revi, zum Geburtstag viel Glück. Du süßer Fratz, danke schön, Alter. Ich wollte eigentlich die Kathedrale machen heute, auch kein Beef oder sowas anfangen, aber eine Sache, die ich ganz kurz machen wollte, mein Haus. Irgendwas ist gestern wohl mit meinem Haus passiert und ich weiß nicht genau was, weil alle haben mir im Chat gestern Abend geschrieben, Revi, dein Haus, Alter. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal ganz kurz. Du hast auch Geburtstag, Banana. Ehre, Grüße gehen raus, Happy Birthday an dich an der Stelle. Wo bist du denn? Ich bin jetzt bei mir. Also irgendwie haben gestern alle geschrieben, dein Haus brennt. Ist das real oder nah? Oh, Nö, Benno, hier ist gar nichts. Also bei deinem Haus ist nichts irgendwie. Ist gar nichts gemacht worden. Hä, warum haben denn gestern alle Zuschauer das geschrieben? Nö, hier ist an deinem Haus ist gar nichts. Wurde ich etwa angelogen? Habt ihr mich etwa angelogen, hä? Okay. Also das Einzige, was hier noch ist, ist mit deinem Zaubertisch. Der wurde ja gesprengt. Aber und das weißt du ja, denkst du. Bärenbüche. Rar, die sind neu. Ja, die habe ich hingestellt. Lass die da bitte. Oh, ein Kuchen. Alles Gute zum Geburtstag von Basti. Die Bärenbüsche, die brauchst du nämlich für was Bestimmtes. Kleine Geburtstagsgeschenk von deinem Mephra, Alter. Ehre, Alter. Oh, okay. Ah, nein, Kevin. Hast du? Oh mein Gott, ich seh's. Oh, ja, als ob. Oh, hier. Musst du dich aber bei den Zuschauern bedanken. Die haben Alter, die Idee. Wie geil. Oh mein Gott, Leute, checkt mal hier, wir haben Arcani hier. Hey! Oh, wie geil, Leute, wie geil, Mann. Kevin, vielen Dank, das ist das Beste, was man hätte tun können. Oh mein Gott. Ja, haben die Zuschauer geschrieben, die meinten, ich soll dir unbedingt einen Fuchs holen, Alter. Mit Arcani nennen. Digga, Arcani ist gerade oben im Büro, der spielt gerade mit Yomi. Oh, guck mal, Mann, der sieht genauso aus wie wenn noch einer in den Chat schreit, ich hoffe, der stirbt, Alter, dann raste ich hier aus, Mann. Oh mein Gott. Aber das ist noch nicht alles, ne? Irgendwo in deinem Haus befindet sich noch was für dich. Okay, ich schau mich mal ganz kurz um. Ich hab's, glaube ich, gerade schon gesehen, Kevin.
Alles Gute, viel Gesundheit. Oh, Mark is back in the game. Oh mein Gott, Alter. Kevin, du weißt, wie du mich in Minecraft gettest. Es ist immer über die Mitbewohner. Alter, Digga. Tod durch Amboss. Lasst meinen Hund in Ruhe. Ehrenbruder Kevin, Alter. Ehre. Ehrenbruder G-Time. Krank, Alter. Ich hoffe, hier ist kein TNT drin. Ist hier noch eine Kiste? Hast du jetzt hier noch meine OP... Kevin, Alter! Was, Junge, bist du... Du Hobby? Weißt ja, dass ich davon mehr als genug habe. Alter, Leute... Da kann man ja eine Entwendung machen. Gott. Das ist schon so im Voraus, falls du das nächste Mal deinen Stuff verlierst. Vielen, vielen Dank, Alter. Ey, wenn Patrick Arcani fetzt, Junge, ich schwöre dir bei Gott, Leute, ich fahre zu dem hin und schlage den wirklich behindert. Ich schlage den wirklich behindert. Ja, mal ruhig, Alter. Oh, danke auch an Mark. Ich kann es aber verstehen, Leute. Das ist schon, Arcani ist schon so eine persönliche Sache. Bro, auf jeden Fall, Alter. Danke auch an Romatra und natürlich an Kevin hier an der Stelle. Hä, ist ja komplett insane. Ist ja komplett insane, Alter. Aber ich muss sagen, Alter, es ist gar nicht so einfach, ein Tier in dein Haus gebracht zu bekommen, ne? Überhaupt nicht, Digga. Ey, Junge, ich hatte so einen Stress mit dem. Also, ich weiß nicht, ob Arcani im echten Leben so ein Sturkopf ist, aber der hat sich die ganze Zeit schlafen gelegt, während ich den hier hinbringe. Wollte, hat er sich einfach hingelegt und ist nicht mehr mitgekommen. Das ist so funny, weil es könnte halt wirklich mein Hund sein, Alter. Ich schwöre dir, Arcani, wir waren in der Hundeschule und Arcani sollte eigentlich Sachen lernen. Er hat sich einfach eiskalt hingelegt und wollte pennen. Also das ist schon gar nicht so weit von meinem Hund entfernt. Ey, Kevin, vielen, vielen Dank, Mann. Richtig ja, krank Problem. OP, Leute. Schaut mal hier. Holy Alter. Insane. Boah, Leute, wir haben Arcani jetzt hier. What the Hey, ich glaube, den solltest du auch irgendwo gut hinpacken, ey, wo der echt sicher ist. Meinst du, ich kann ihn nicht hier oben lassen? Der ist aber schon leider gewachsen, ey. Du hättest ihn sehen müssen, wo der klein war. Boah, dann sind die richtig süß. Pass auf, wir gehen mal kurz mit ihm runter, Leute. Komm, kleiner Mann, komm. Oh, das sieht echt so aus wie mein scheiß Hund, Alter. Ich denke auch immer, Digga, ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, dass Jenkins mich verarscht hat, dass Arcani in Wirklichkeit ein Hund ist. Also ein Fuchs, weißt du, was ich meine? Komm, Arcani. Ich muss die leider wegsperren, Alter. Ich glaube, wir bringen ihn runter zum Villager, genau. Komm mal hier, wir haben doch hier unten noch. Wo ist er denn? Ah, hier, Kendrick the Llama, Alter. Komm, da kriegt Arcani direkt daneben seine Box, Leute. Machen wir schnell. Redi, ich muss aber noch eine Sache ansprechen, ne? Natürlich. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt, ne? In Bezug auf die Thematik gestern. Ja, okay. Man muss an der Stelle sagen, Bark war zwar an der ganzen Sache mitbeteiligt, aber es gab einen Teilnehmer, der hat nichts abbekommen, der auch mitgemacht hat. Wer? Early Boy. Early Boy hat das TNT an deiner Falle gesetzt und das ganze Redstone mitgebaut. Warum? Das sieht man sehr schön in den Videos. Warum backsteppt mich denn Early Boy so, Alter? Ich weiß es nicht, aber man hat das auf jeden Fall gesehen. Ey, Digga, das ist ja... Also Leute, ich würde ihn so gerne hier free rumlaufen lassen, aber ich kann das nicht, Alter. Patrick würde ihn ja instant umbringen. Ich glaube, dafür müssen wir den Frieden erstmal wieder herstellen. Ja, also ich würde ihn so gerne hier frei rumlaufen lassen. Und ich habe schon eine Idee. Okay. Mein Vorschlag wäre, wir machen eine richtige, wirklich eine richtige Gerichtsverhandlung, wo sich jeder verantworten muss. Selbst Spark muss sich vor Gericht verantworten. Ja, und Mann. Und der Richter wird niemals geringeres als Christian Solmecke sein. Spark, du bist angeklagt. Meinst du, Christian Solmecke? Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Leute, Christian Solmecke, einzeln im Chat, wenn Christian Solmecke das Minecraft-Gericht mit uns machen soll. Weil ich kann mir so richtig Spieltalk vorstellen, wie Christian Solmecke dann so anfängt, nach Paragraph 3 Absatz 2 ist das Mittäterschaft. Oh, stell dir mal vor, Spark kommt ins Gefängnis, Alter. Geil, Alter. Auch Basti hier, der Ehrenbruder mit so vielen Kuchen. Richtig, richtig geil. Mega, mega geil. Vielen, vielen Dank, Kevin. Das ist der beste Geburtstag, den jemand in Craftech hatte, Alter, wirklich. Das mit dem Hund ist so geil, Leute. Das ist richtig, richtig cool, wirklich. Ich hoffe wirklich, dass den keiner tötet. Alter, das geht auch. Weil ich habe keine Lust, den nochmal hier hochzubringen. Das würde ich auch einfach dieser Person nicht verzeihen. Oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe. Nein. Nein. Oh! Oh! Geburtstagslack sein Vater, Alter. Ich habe die Ecke noch gestreift. Entschuldigt bei Spark of Phoenix. Nee. Hey, hey. Nein. Mach ich nicht. Spark of Phoenix muss ich bei mir entschuldigen. Oh ja, viele Dislikes habe ich auf die Folge. 2000 Dislikes, ist stark. Sparks Community auf jeden Fall salzig AF, Alter. Dann weiß ich auf jeden Fall, mit wem ich jetzt hier erstmal nichts mehr machen werde. Da bin ich dann relativ engstirnig, sagen wir das mal so. Eigentlich müsste Sparks bei mir entschuldigen. Aber ist egal. Wir haben alles geklärt gestern, alles entspannt. Ich hab einen guten Tag, ich werde es mir nicht versauen lassen, Alter. Ja, Leute, demnächst ist auch eine Hochzeit angesagt. Ich habe jetzt einen Hund, Alter, in Craftech. Eine Frau, wird auch noch Zeit, ne? Kinder haben wir richtige Familie, schon. Alter. Ja, Digga, ne? Also so langsam, man wird sesshaft, Digga. Ich bin ja 27, Kevin, Alter, du weißt es, ne? Ja, wie bei mir. So, Leute, was ich hier gerade mache, ist ein Fresko versuchen festzulegen, was irgendwie von der Symmetrie her ganz neat aussieht. Also Kirchenboden muss ja auch irgendwie verziert werden, ne? Der Ehrenlord.
Nein, Leute, ich halte mich jetzt aus diesem Minecraft aus. Ich bin 27 geworden. Holy shit, brauche ich nicht. Alles entspannt. Wenn es da so salzige Communities gibt, dann ist das leider das Problem dessen, dem die Community gehört, weil er sie nicht richtig erzogen hat. Aber ich halte es mein Maul und wir chillen einfach. Das wäre doch das Beste, oder? Wenn ich einfach mal aus dem Maul halten würde. So, Leute, ich glaube, der Boden sieht auf jeden Fall schon mal echt royal aus. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das hat auf jeden Fall was. Boah, das mit Arcani ist echt ein richtig geiles Geschenk, Kevin. Muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr, sehr nobel. Ich freue mich, dass die Zuschauer mir einen guten Tipp gegeben haben. Man muss den aber auch, muss man den regelmäßig füttern? Weißt du das? Glaube nicht, nö. Du kannst ihm einfach so die Beeren geben. Also ist wie ein echter Hund, ne? Also man muss den nicht regelmäßig füttern. Ist doch so, oder? Ich weiß nicht, wie dein Hund sich verhält, wenn er kein Essen kriegt. Ach so, ja. Also unsere haben auf jeden Fall einen riesen Aufriss gemacht. Oh ja, finde ich geil. So sehr, 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 sehr gegenseitig. Alter, wenn irgendein Architekturstudent jetzt hier sehen würde, was ich hier mache, würde mich wahrscheinlich hassen. Du bist doch jemand, der sehr gerne das Fechten ausübt, hast du ja gesagt, ne? Du meinst das Fechten. Das ist geil. Das Fechten. Ja, ja. Hier. Als ob ein Fletching-Table. Leute, das wird der Altar. Das wird der Altar. Das hier ist der Altar des Fechtens. Hier wird gefescht, Leute. Das ist er. Der, in der Warzenkirche steht der Fechting-Table, Alter. Oh je, das wird auf jeden Fall eine große Kathedrale. Wo werden denn die Warzenblöcke eingebaut? Sollen wir die als Dach nehmen, als Dachziegel? Hatte ich überlegt. Ich schreibe gerade jemand einfach alles zum Geburtstag. Danke, alles zum Geburtstag zurück an der Stelle. Was? Alles zum Geburtstag. Einfach alles. Der Kölner Dom, der ist quasi aus Cobblestone. Wobei, eigentlich ist Sandstein sogar, glaube ich. Der Kölner Dom ist aus Cobblestone? Nee, der ist aus Sandstein, aber der ist schon so grau durch die ganzen Abgase, dass der halt... Aber eigentlich ist der aus Sandstein tatsächlich. Wen willst du denn benennen hier? Ja, den Bruder hier. Der ist hier drin. Ist der Pastor. Da ist er. Wie willst du den nennen? Pastor Gammel. Pater Gammel. Pater Gammel ist gut. Pater Gammel? Ja. Oder wir nennen ihn... Ja, Wieland! Wieland, what the fuck? Pater Wieland Gammel, ja? Du musst nur aufpassen, der darf halt nicht ans Licht kommen, ne? Ne, der bleibt erstmal hier. Willst du den als Zombie-Villager lassen? Ja, ja, auf jeden Fall. Wir können irgendwann in der Zeremonie ihn heilen. Pater Wieland. Pater Wieland ist super, oder? Pater Wieland einfach. German Wife ist auch ein toller Name, ja. Ganz geil. Pater Wieland. Nein, Wieland, komm zurück. Wieland. Ey, Wieland. Sag mal. So. Kann der jetzt verbrennen? Nee, ne? Kann er eigentlich ja nicht, weil er ist ja hier relativ safe. Das ist aber eigentlich dürfte ihm nichts passieren. Ja, ich glaube auch. Eigentlich muss es so safe sein, aber trotzdem. Wäre eine geile Idee. Vielleicht kann Joecraft irgendwas machen, dass der mit so einem Minecart hochgefahren wird. Man kann beisteuern, dann fährt er wieder runter in die Katakomben. Fände ich mega geil. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in den Chat, schreibt es mir in die Kommentare. Ehre. So viel auf jeden Fall zu Craft Attack. Die Sache von gestern ist für mich abgeschlossen. Ich entschuldige mich nochmal irgendwie, falls ich wem am Fuß getreten sein sollte. Yo, sorry an Sparks, sorry an seine Community. Für mich ist das Ding jetzt durch. We chilling in here, we vibing, we building a new castle, we building a new cathedral. Und yeah, Mann, ich bin auf jeden Fall bei Craft Attack heute durch. Vielen Dank an Gamers Time. Lasst auf jeden Fall da einen Gruß in den Kommentaren da bei Basti und natürlich auch bei Mephra, dass die sich hier so zahlreich mit Geschenken bei mir bedankt haben. Mega, mega nice. Vielen, vielen Dank. Und ja, Mann, ihr wisst Bescheid, Leute, mit Prime reinzappen. Würde mich sehr freuen. Und das war's. Macht's gut.